Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir zum Start ins Wochenende. Ich denke, das kann man am Freitag so sagen. Gibt es sonnige Bilder vom Canale Grande, vom Donnerstag. Und ja, ich finde es einfach nur toll. Dieses Jahr ist das Schilf wirklich mega präsent am Mittellandkanal. Also sieht richtig, richtig toll aus. Und insgesamt muss ich sagen, ja, dem Mittellandkanal hat das bisschen Regen im Sommer wirklich gut getan. Also letzten Jahre war immer so ein bisschen mit Grünalgen und ja, das ist relativ verbrannt aussah, jetzt wirklich ein ganz sattes Grün und ganz, ganz toll anzusehen. Macht Spaß, also wer am Wochenende noch nichts vorhat, ich weiß, soll ein bisschen regnen, aber dann ja, hat man den Canale Grande auch für sich allein. Also der sollte noch mal an einen Spaziergang am Mittellandkanal denken bzw. das in Erwägung ziehen. Herr Muck und ich, ja, wir sind nicht weit gegangen, aber uns hat das mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Der Lütte, er hat da ja immer viel zum Schnuppern, aber die Sicht ist auch relativ weit und wenn dann andere Hunde kommen, dann ist er nicht so entspannt. Von daher sind wir meist nur morgens am Canale Grande unterwegs und genießen den Nebel. Hier, ich finde, man sieht das toll, vielleicht hört man es im Hintergrund auch, eine Biene nach der anderen, das auch direkt am Schaumburger Wald und Schmetterlinge. Also es ist Spätsommer, aber es ist noch ein einziges Gesumme. Es ist einfach nur fantastisch und toll. Ja, ein toller Sommer. So, das soll es mit diesem Mini-Video vom Mittellandkanal, vom Canale Grande in Hespe. Wir gehen auf die Kanalbrücke zu. Auch schon gewesen sein. Ich sage ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. Alles Gute und ciao.